Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Also das ging jetzt wirklich schnell. Kaum sind SPD, Grüne und FDP an der Macht, schon beschließen sie die größte Aufrüstung seit dem Kalten Krieg. Der Bundeskanzler hat vorgeschlagen, künftig über 2% des Bruttoinlandsproduktes, Stand 2021 wären das 71,4 Milliarden Euro, plus nochmal extra 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu pumpen. Und warum soll das Ganze jetzt eigentlich in Windeseile durchgewunken und dafür mal kurz im Grundgesetz rumgekritzelt werden? Nun, der Russe steht mal wieder vor unserer Tür und führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir sollten uns also am Anfang die Frage stellen, ist es angesichts dieses Konfliktes gerechtfertigt, unser Militär derart stark aufzurüsten? Zuerst einmal müssen wir konstatieren, dass die NATO im Moment nicht in der Ukraine involviert ist und auch nicht vorhat, dort einzugreifen. Das bedeutet, dass eine wie auch immer geartete Aufrüstung der Bundeswehr in der aktuellen Situation kein Stück hilft. Maximal in zukünftigen Kriegen, an denen die NATO sich beteiligen wollte, könnte diese Aufrüstung helfen. In diesem Fall wäre das aktuell Beschlossene also eine Vorbereitung für eine deutsche Beteiligung an Stellvertreterkriegen, die uns in Zukunft erwarten können. Wir können nur hoffen, dass dem nicht so ist. Stellvertreterkriege gab es im Kalten Krieg des Häufigeren. Die größten drei in Korea, Vietnam und Afghanistan haben jeweils mehrere Millionen Menschen getötet und ein Vielfaches davon zu Flüchtlingen gemacht. So besorgniserregend dieses Szenario auch sein mag, es wäre immerhin ein rationales Motiv für die aktuell bevorstehenden Rüstungsanstrengungen. Anders sähe die Sache freilich aus, wenn wir uns gegen einen Konflikt direkt mit Russland wappnen müssten. Russland hat ungefähr 10.000 Atomwaffen. Wenn irgendjemand glaubt, dass uns wie viel 100 Milliarden auch immer, die wir jetzt über der Bundeswehr abwerfen, uns bei einem Atomkrieg irgendetwas helfen würden, dann sei ihm jetzt dringend empfohlen, seinen Geisteszustand zu überprüfen. Bei einem Atomkrieg würde von unserem Land und auch von unserer Bundeswehr nichts übrig bleiben. Er würde wahrscheinlich in einer totalen Vernichtung der Bevölkerung aller beteiligten Länder münden. Eine Abschreckung gegenüber Russland, die NATO direkt anzugreifen, wird mit dem Geld, was jetzt ausgegeben werden soll, also definitiv nicht erreicht. Nachdem unser Bundeskanzler am 27. Februar dieses gigantische Aufrüstungsprogramm verkündete, schossen die Aktien jener Firmen, die uns diese wunderbaren Mordwerkzeuge zur Verfügung stellen, durch die Decke. Ein Anteilsschein des deutschen Unternehmens Rheinmetall war vor der Ankündigung 110 Euro wert, heute kostet er über 150 Euro. Sogar bei dem aus den USA stammenden größten Rüstungsunternehmen der Welt, Lockheed Martin, konnte man die Auswirkungen sehr deutlich erkennen. Eine Aktie kostete vorher ca. 360 Dollar. Heute muss man ungefähr 410 Dollar für sie bezahlen. Die Aktionäre besagter Konzerne sind also schon reicher geworden, bevor überhaupt Geld geflossen ist. Und sie dürften auch in Zukunft von steigenden Gewinnen und Dividenden profitieren. Ein Beispiel wäre hier die Anschaffung von F-35-Flugzeugen, da die Bundesregierung bis zu 35 dieser Tarnkappenjets bei Lockheed Martin kaufen will. Dass Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, von diesem Paket profitieren würden, war ja eigentlich klar. Aber es gibt noch einen anderen Bereich, der davon profitieren dürfte, an den man zuerst gar nicht denkt. Beraterfirmen. Alleine im ersten Halbjahr 2019 gab das Bundesverteidigungsministerium 155 Millionen Euro für externe Berater aus. Das macht im Jahr 310 Millionen Euro. Und jetzt kommen wahrscheinlich nochmal ein paar Milliarden dazu, mit denen wir McKinsey, Roland Berger und Co. glücklich machen können. Aber werden doch jetzt manche empört aufschreien, wir sind doch ein großes und wirtschaftlich starkes Land. Wir brauchen doch auch eine starke Armee. Die ist doch bisher so schlecht ausgerüstet. Nun, gucken wir uns die Argumente, die die Politiker dafür vorbringen, mal an.
Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche gesagt, wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Unsere unmittelbare eigene Sicherheit tatsächlich gehen wird. Und die meisten empfinden, auch wer nicht vom Fach ist, doch in diesen Tagen, wir müssen jetzt mehr für unsere Sicherheit tun. Und wir treffen auf eine Truppe, die, da reden wir überhaupt nicht über Aufrüstung erstmal, sondern die, was ihre schiere Ausstattung angeht. Wenn wir dieser Tage hören, wir schicken Männer und Frauen ins Baltikum und es sind nicht mal ausreichend warme Jacken zur Verfügung, um dort nicht frieren zu müssen, dann kommen doch fast alle zu der Einschätzung des geht so erstmal nicht. Und dafür jetzt eine Vorsorge zu treffen und zu sagen, wir mobilisieren notwendige Mittel. Und das klingt doch jetzt alles erstmal sehr vernünftig. Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen können. Unsere Bundeswehr braucht warme Sachen. Wir können die doch nicht so einfach in andere NATO-Länder schicken. Wir brauchen doch eine vernünftig ausgerüstete Armee und was uns da noch alles erzählt wird. Doch schauen wir uns einfach mal die nackten Zahlen an und überprüfen, inwieweit diese Behauptung der Realität standhält. 2020 gab Deutschland umgerechnet 52,8 Milliarden Dollar für die Bundeswehr aus. Wir liegen damit weltweit auf Platz 7, nur ganz dicht hinter Saudi-Arabien und Großbritannien und noch vor Italien, Frankreich und Spanien, also unseren europäischen Verbündeten in der Europäischen Union, die uns im Kriegsfall auch noch zur Seite stehen würden. Wenn über 50 Milliarden Dollar jährlich nicht ausreichen, um eine Armee vernünftig auszustatten, dann kann es dafür eigentlich nur zwei Gründe geben. Erstens Inkompetenz, zweitens Korruption. Welcher Grund nun entscheidender ist, das soll in diesem Video gar nicht analysiert werden. Aber beide Gründe haben eins gemein. Sie lassen sich, indem man mehr Geld draufschüttet, nicht beheben. Wenn die Finanzmittel bei der Bundeswehr bisher ineffizient verwendet wurden, dann werden sie auch in Zukunft ineffizient verwendet werden. Wenn die Erzählung unserer Politiker stimmt und die Bundeswehr wirklich so schlecht ausgestattet sein sollte, dann verpulvern wir durch die zusätzlichen Investitionen, die jetzt geplant sind, massenweise Geld, das in irgendwelchen Kanälen versickern wird, aber nicht bei der Bundeswehr ankommt. Das wäre auf jeden Fall die eine Variante, die dann eintreten würde, wenn man dem offiziellen Narrativ folgte. Aber rechnen wir mal nach. Deutschland hatte 2020 ein Bruttoinlandsprodukt von 3,806 Billionen US-Dollar. 2% davon sind 76,12 Milliarden Dollar. Wenn wir damals mindestens 76 Milliarden Dollar ausgegeben hätten, also das NATO-2%-Ziel übererfüllt hätten, dann hätten wir noch vor Indien die drittstärkste Armee der Welt gehabt. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wirklich so krass wäre. Deutschland hätte, wenn wir diesen Plan der Ampel wirklich umsetzten, die drittstärkste Armee der Welt. Und ich frage jetzt nochmal ernsthaft nach, wofür bräuchten wir so viel Militär? Und wie gesagt, das würde passieren, wenn wir die Mittel effizient einsetzen würden. Es kann natürlich auch, wie gesagt, die andere Variante richtig sein. Es könnte wirklich sein, dass die Bundeswehr einfach so ineffizient wirtschaftet, dass sie so viel Geld wirklich bräuchte, um auf einem halbwegs vernünftigen Stand zu sein. Aber dann wäre der Grund wohl eher bei den befehlshabenden Politikern zu suchen und nicht bei der Finanzierung. Jetzt stellt sich aber noch eine Frage. Wie sehen angesichts dieser riesigen Aufrüstung eigentlich die Aussichten für die Zukunft aus? Unser Finanzminister Christian Lindner hat dazu im Bundestag wirklich Interessantes gesagt, vor allem im Hinblick auf die Schuldenbremse. Die Stabilität der öffentlichen Finanzen und die Handlungsfähigkeit des Staates müssen erhalten bleiben. Die Schuldenbremse gilt. Das ist wirklich sehr interessant. 2021 betrug das deutsche Bruttoinlandsprodukt 3,57 Billionen Euro. Für die Bundeswehr wurden 46,9 Milliarden Euro ausgegeben. 2% unserer Wirtschaftsleistung wären also 71,4 Milliarden. Die Differenz zwischen dem, was wir ausgegeben haben und dem, was wir ausgeben müssten, betrüge also 24,5 Milliarden Euro.
Die Schuldenbremse erlaubt aber nur eine Neuverschuldung von 0,35% der Wirtschaftsleistung, also 12 Milliarden Euro. Es bleibt also immer noch eine Differenz von 12,5 Milliarden Euro, deren Finanzierung unbekannt ist. Uns stehen also Kürzungen ins Haus. Entweder die Ampel kürzt Investitionen oder sie kürzt Sozialleistungen. Was genau passieren würde, wissen wir natürlich noch nicht. Aber wenn dieser Irrsinn, die Schuldenbremse einzuhalten, wirklich versucht würde, dann stünden uns wirklich heftige Kürzungen bevor. Wir haben viele Jahre eine Friedensdividende genutzt. Die Bundeswehr wurde vernachlässigt. Die Löhne hinkten in den letzten 30 Jahren stark hinter der Produktivität her. Die Steuern für die Mittelschicht und die Armen sind immer weiter gestiegen, aber wir haben angeblich eine Friedensdividende genutzt. Nein, die einzigen, die so eine Dividende genossen haben, das sind die Reichen, die steuerlich entlastet wurden. Niemand anderes hat in den letzten 30 Jahren profitiert. Man merkt ziemlich deutlich, was Lindner hier macht. Er bereitet rhetorisch eine Kürzungswelle in unserem Sozialsystem vor. Uns ging es ja die ganze Zeit viel zu gut. Wir haben uns auf den Sozialstaat verlassen und eine Friedensdividende ausgelebt. Jetzt müssen wir Geld ins Militär investieren und dafür Investitionen und Sozialausgaben kürzen. Auf den Punkt, zu dem der Finanzminister dann allerdings springt, wäre ich von selbst nie gekommen, da er mit den Investitionen in die Bundeswehr bzw. dem Krieg in der Ukraine nicht das Geringste zu tun hat. In diesen Tagen wurde noch über eine Taxonomie gesprochen, die Investitionen in Verteidigungsfähigkeit eingeschränkt hätte. Der Krieg in der Ukraine weckt uns alle aus einem selbstgerechten Traum. Also dieses Vorgehen hier ist wirklich an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Die Taxonomie ist eines der wichtigsten Instrumente der EU, um Investitionen in klimafreundliche Richtung zu lenken. Und Lindner räumt sie hier einfach ab, als wäre sie schon erledigt oder so sehr ausgehöhlt, dass sie keine Rolle mehr spielte. Die EU kann jetzt also laut unserem Finanzminister keine vernünftige Klimapolitik mehr machen, weil in der Ukraine Krieg herrscht. Den Zusammenhang versteht wahrscheinlich nur er selbst, aber ihr merkt, was hier passiert. Es wird eine Ausrede gefunden, die mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun hat, um eine Politik zu machen, die man ohnehin machen wollte. Man könnte fast meinen, die Ampel hätte nie vorgehabt, eine soziale Politik zu machen oder genug Geld in klimafreundliche Investitionen zu lenken. So jedenfalls lässt sich eine Aussage von Annalena Baerbock aus der Sendung Maybrit Illner interpretieren. Alle müssen Zugeständnisse machen, auch die Parteien. Die FDP wird Schulden machen müssen, die SPD wird über den Schatten springen müssen, auch über Rüstungen und Aufrüstung wieder nachzudenken. Und die Grünen werden länger Kohle verheizen müssen, Frau Baerbock? Ja, das ist der Preis, den auch wir zahlen für diesen Krieg von Herrn Putin. Aber es ist nichts dagegen, was die Menschen in der Ukraine erleben müssen. Diese Aussage ist wirklich noch dümmer und bodenloser als das eben Gesehene von Lindner. Aus Solidarität mit der Ukraine sollen wir jetzt also den Kohleausstieg verschieben. Aus Solidarität mit der Ukraine sollen wir einfach so den Pariser Klimavertrag, den wir 2015 unterschrieben haben, ignorieren. Solidarität mit der Ukraine wird in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich die perfekte Ausrede für alles werden. Diese Regierung wird nichts von dem, was sie versprochen hatte, umsetzen. Die Klimaziele werden verfehlt werden, die Steuerentlastung für die Mittelschicht, die uns versprochen wurden, werden nicht kommen. Und der Mindestlohn für 12 Euro, der wird vielleicht kommen, aber die Kaufkraft dieses Mindestlohns wird angesichts der infolge der Sanktionen erhöhten Inflation wesentlich geringer sein, als uns damals erzählt wurde. Zur Inflation hatte ich ja im vorletzten Video schon eine Prognose abgegeben. Da die Lohnstückkosten nicht sonderlich stark steigen, dürfte die Inflation auch bald wieder zurückgehen. Aber die durch sie induzierten Kaufkraftverluste, die werden wahrscheinlich dauerhaft sein. Denn bisher deutet sich nicht an, dass die Löhne in auch nur irgendeiner Form den aktuell gestiegenen Energiepreisen hinterhereilen. Nein, es deutet sich, wie man aus den Aussagen vorhin von Lindner erkennen kann, eher ein Sozialabbau an. Es deutet sich an, dass uns verschiedenste Sozialleistungen weggestrichen werden, beziehungsweise dass ihr Niveau langsam gesenkt wird.
Es wäre in der aktuellen Situation nichts einfacher als Schulden zu machen und dafür beispielsweise die Mehrwertsteuer zu senken. Viele andere europäische Länder haben das ja schon getan, nur Deutschland macht das nicht. Der Grund dafür dürfte ganz klar sein. Unsere Regierung will in der deutschen Bevölkerung offenbar Reallohnverluste verursachen. Denn sinkende Löhne bedeuten sinkende Lohnstückkosten. Und wenn die Lohnstückkosten sinken, dann bedeutet das, dass wir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen europäischen Ländern haben. Und das würde dafür sorgen, dass unsere Leistungsbilanzüberschüsse noch weiter steigen, als sie ohnehin schon gestiegen sind. Wenn also in den anderen europäischen Ländern die Regierungen jetzt mit Steuersenkungen bzw. einer Erhöhung der Sozialleistungen die Folgen der aktuell erhöhten Inflation für ihre Bevölkerung abdämpfen und unsere Regierung das nicht tut, dann wird die Produktion in Deutschland durch die gesunkenen Löhne in Relation zu den anderen europäischen Ländern billiger. Dadurch könnten wir noch mehr exportieren und, wie gesagt, unsere Leistungsbilanzüberschüsse steigern. Langfristig wird diese Politik auf europäischer Ebene zu Deflation und in Südeuropa zu Leistungsbilanzdefiziten führen. Welche negativen Folgen diese Ungleichgewichte haben, hatte ich ja schon in meinem Video zur Eurozone genauer erklärt. Eines ist mir bei der wohlfeilen Rhetorik unserer Politiker allerdings noch aufgefallen. Ach, das wird auch einen Preis für uns hier haben, wirtschaftlich, finanziell. Aber es ist richtig, dass wir diesen Preis bezahlen, weil es ist nichts dagegen, was in der Ukraine gerade passiert. Wen meinen unsere tollen Minister eigentlich immer, wenn sie von wir reden? Sich selbst und die Klientel, für die sie Politik machen, können sie ja anscheinend nicht meinen. Den Preis für diese Sanktionen zahlen jene Menschen in diesem Land, die ohnehin schon am wenigsten haben. Und die, wie gesagt, gerade Reallohnverluste hinnehmen müssen. Wir brauchen einen langen Atem. Wir haben diesen langen Atem. Diese Sanktionen werden negative Auswirkungen auch auf uns haben. Aber wir sind bereit, diese negativen Auswirkungen zu tragen, denn sie sind der Preis der Freiheit. Wenn beim Bäcker also morgen eure Brötchen teurer sind, wenn ihr in der Tankstelle mal wieder über 2 Euro für den Liter Diesel bezahlen musstet, wenn ihr friert, weil ihr euch die Strom- oder die Gasrechnung nicht leisten konntet, dann bezahlt ihr nicht die Profite irgendwelcher großen Konzerne oder von Spekulanten. Nein, ihr zahlt den Preis der Freiheit. Und so hoch ist der nun mal. Und auch wenn ihr Inhaber eines mittelständischen Unternehmens seid, das enge Wirtschaftsbeziehungen zu Russland hatte und das nun aufgrund der Sanktionen vor dem aussteht, dann gibt es keine Sonderbeihilfen. Nein, dann bezahlt er jetzt den Preis der Freiheit und geht halt pleite. Der Staat kann zwar Sanktionen verhängen, aber für die Folgenabmilderung ist er doch nicht zuständig. Das kann schön jeder für sich selbst tragen. Und das ist aktuell wirklich das Seltsame an dieser Aufrüstung der Bundeswehr. Und es wundert mich wirklich, dass da keiner gegen demonstriert. Es gibt ein Sondervermögen Bundeswehr. Aber es gibt kein Sondervermögen Sanktionsfolgenabmilderung. Es gibt kein Sondervermögen Klimaschutz, um unsere Wirtschaft klimafreundlich umzubauen und uns unabhängiger von russischen Rohstoffen zu machen. Es gibt übrigens auch kein Sondervermögen Flüchtlingshilfe. Ich meine, es kommen ja jetzt aus der Ukraine aufgrund des Krieges jede Menge Flüchtlinge, die versorgt werden müssen. Warum gibt es dafür kein Sondervermögen? Für Aufrüstung war ja offensichtlich genug Geld da. Was ich im Moment angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten aber am ehesten anböte, wäre ein Sondervermögen Mehrwertsteuersenkung. Wieso gibt es das nicht? Und wieso gibt es keine Demonstrationen dafür? Wir erleben gerade einen riesigen Sozialabbau. Dadurch, dass die Löhne nicht steigen, aber die Inflation, temporär zumindest, relativ hoch ist. Viele andere europäische Länder haben schon gehandelt und entweder die Steuern gesenkt oder sogar Preiskontrollen eingeführt. Griechenland forderte jüngst Preiskontrollen auf europäischer Ebene, doch bisher wurden keine Maßnahmen in diese Richtung ergriffen. Spekulanten können die Gaspreise beliebig in die Höhe treiben. Und da ja wirklich eine physische Knappheit droht, aufgrund drohender weiterer Sanktionen oder der Möglichkeit, dass Gazprom den Gashahn zudreht, haben diese Spekulanten halt auch einen Grund, darauf zu spekulieren. Auch das könnte man übrigens verbieten. Rohstoffspekulation ließe sich nämlich, wenn der politische Wille dazu da wäre, einfach verbieten. Wer unbedingt an der Börse auf steigende Ölpreise setzen will,
der soll bitte die physischen Kapazitäten vorhalten, um dieses Öl zu lagern. Das haben die meisten Trader, die am Ölmarkt spekulieren, ja selbstverständlich nicht. So ließe sich relativ unkompliziert die Überspekulation, die wir aktuell sehen, begrenzen. Aber dafür müsste man sich von bestimmten marktliberalen Dogmen lösen. Aber das wäre sogar ein eigenes Thema für ein ganzes Video. Was ich aber auf jeden Fall nach dem Anschauen der politischen Lage aktuell konstatieren lässt, ist, dass wir düsteren Zeiten entgegentaumeln und es keine relevante politische Partei in diesem Lande gibt, die irgendetwas daran ändern will.